Guten Morgen, liebe Angelfreunde. Ich bin heute mal früh los. Es ist kurz vor 8. Bin hier an einen schönen Fluss, an die Oker gefahren, in Niedersachsen, und möchte mal eine Lanze brechen für eine Angeltechnik, die viele gar nicht mehr beherrschen, auch gar nicht mehr ausprobieren, weil jeder heute nur noch Zielfischangler ist. Ne? Ich bin nur noch Karpfenangler, ich bin nur noch Raubfischangler, ich bin nur noch Spinnenfischer. Warum nicht auch mal Stippfischen? Ich möchte euch das einfach mal nahelegen, weil auch für einen zum Beispiel Raubfischangler, wie ich das bin, ist das Stippfischen eine tolle Art, einfach diese saure Gurkenzeit, die Raubfischschonzeit, die ja noch bis Mai anhält, zu umgehen und trotzdem angeln zu gehen. Auf der anderen Seite brauche ich als Raubfischangler auch Köderfische und da muss ich auch wissen, wie ich die fange. Und das könnt ihr euch dann vielleicht einfach mal anschauen und ausprobieren. Es ist ganz einfach. Früher sind fast alle Angler so groß geworden und waren Stippfischer und haben so ihre ersten Rotfedern, Rotaugen, kleinen Barsche gefangen. Und später kommt man dann dazu, das zu perfektionieren. Die Ausrüstung ist ganz einfach. Ich habe hier einfach eine normale Spinnrute genommen, eine Teleskoprute, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, braucht wenig Platz. Die Jensi Nexos unten dran gefummelt, monofile Schnur, das finde ich wichtig, weil die abriebsfester ist als die Geflechtschnur, die teurer ist und dann auch schnell kaputt geht. Wir haben hier Steine im Untergrund, das ist keine gute Sache. Also monofil, ich muss auch nicht weit werfen, ich werfe hier in die strömungsberuhigten Bereiche und hoffe, dass ich dann mit meiner Grundmontage, die so aussieht, einfach ein Durchlaufblei und am Ende, wo ist er? Da, der 12er Haken, ja, mal sehen, was dran geht. Es kann ja alles dran gehen, wenn man den Wurm als Köder hat, kann es ein Barsch sein, Aal, Karpfen, alle möglichen Arten von Weißfischen, Döbel, Forelle. Wenn ich Teig nehme, bin ich ein bisschen eingeschränkter, geht aber auch. Ab im Supermarkt Toastbrot gekauft, hier einmal am Wasser durchkneten und dann habt ihr auch einen superfängigen Köder, mit dem ihr viel tolle Momente am Wasser erleben könnt. Die Ausrüstung für das Stippfischen oder auch Rundfischen einfach mal auf Weißfische oder am Fluss ist denkbar einfach. Ich habe hier noch einen Kescher dabei, den solltet ihr sowieso immer dabei haben, ist ja klar. Dann, um die Rute auch abzulegen, mal ein paar Rutenständer, die habe ich gefunden, ja, beim Spinnfischen, was ich ja im Moment nicht machen kann, durchs Gras, da lagen die Dinger wahrscheinlich von einem Schwarzfischer mal liegen gelassen worden. Aber die kommen jetzt zum Einsatz. Dazu habe ich meine Köder. Ich habe heute Morgen also noch mal kurz aus eigener Züchtung ein paar Mistwürmer gegraben aus dem Kompost. Zack, zack, ist die Dose voll. Und wir haben einen universell einsetzbaren Köder am Wasser, der hoffentlich auch den Fisch bringt. Also, viel Spaß beim Filmen. Als Route habe ich mir die Jensi Vispa Live Tele mit einem Wurfgewicht von 5, Moment, jetzt weiß ich es gar nicht genau, 8 bis 25 Gramm. Ja, also die hat eine relativ weiche Spitze, ist normalerweise zum Spinnfischen gedacht. Heute nehme ich sie mal zum ganz leichten Grundangeln und baue sie nachher mal um und angel auch mit der Pose. Finde ich ganz spannend. Vielleicht habt ihr auch Lust auf einen der nächsten Filme, das wird dann was sein, was so in Richtung Spinnfischen geht. Aber wir gehen aktiv angeln mit der Pose, also gar nicht lange sitzen, sondern viel Meter machen am Fluss und dann mit dem Schwimmer einfach mal bestimmte Bereiche abfischen und mal versuchen, ob wir dann einen von den versteckten Großfischen an den Haken kriegen. Seid gespannt! So, garnieren werde ich den Haken jetzt mit einem leckeren Mistwurm, der natürlich auch ordentlich Dampf hat. Der riecht wahrscheinlich ganz, ganz klasse. Und die Fische mögen das in der Regel. Würmer werden ja immer wieder mal freigespült bei Überschwemmungen und so weiter und sind eigentlich vom Nahrungsangebot her für Friedfische Top Nummer 1. Ja? So sieht das dann aus. Das sind die Würmer, bewegen sich auch noch toll.
Dann haben wir das Laufblei. Da habe ich eine kleine Perle vorgeschaltet, damit das Blei nicht immer so auf diesen Knoten hier knallt. Ja. Und da ist nur ein Wirbel angebunden und dann hänge ich da die fertig gebundenen Vorfachhaken rein. Fertig ist die Montage. Jetzt raus damit und dann mal warten. So, ich werde jetzt mal eine Route fertig machen, um wirklich das Stippfischen, was ich auch angekündigt habe, mal auszuprobieren. Als allererstes für die Montage habe ich mir jetzt hier so ein paar Schnurstopper geschnappt. Wie montiert man die eigentlich? Habe ich mich auch früher gefragt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Also was soll das sein? Die Montage beginnt mit dem Schnurstopper oberhalb der Pose. Ich nehme also mein Schnurende, das Monophile, und führe es durch diese Schlaufe. Dort sind die ganzen Stopper alle aufgereiht hintereinander. Ziehe das einmal durch und schiebe dann den Stopper einfach auf die Schnur. Und dann nehme ich die Schnur wieder weg. Das war's. Dann haben wir den Stopper schon drauf. Dann nehme ich also eine kleine feine Pose. Das ist hier eine Jensi-Pose, die schon ein paar Tage auf dem Buckel hat, aber immer noch ihren Zweck erfüllt. Die montiere ich eben einfach, da ich den Stopper habe, unten durch den Wirbel und hänge die einfach ein. Danach ist eigentlich ganz einfach, knote ich nur noch die Allround-Haken dran und bleie die Pose aus. Nehme zwei Schrotbleie oder Bleischrote und schau dann, dass die Pose ausgebleit ist und dann kann ich schon angeln. Einfacher geht's nicht. Ja, auf das Stippfischen mit der Pose ist jetzt nichts passiert, aber beim Grundangeln, da hat es geklappt. Die Montage ist auch einfach, ein Durchlaufblei, kleine Perle, wie vorhin schon gezeigt, und eben der Wurm. Und ich werde jetzt mal versuchen, noch ein paar Fische zu überlisten. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen. Wie gesagt, Montage hat nicht geklappt, aber das Stippfischen ist trotzdem eine tolle Sache. Also es hat jetzt nicht lang gedauert und die ersten Zupfer sind an der Spitze schon zu sehen. Ja, jetzt passiert gerade nichts, aber eben war gleich Aktion. Das ist natürlich toll. Bisserkennung ist dann relativ einfach. Oft haken sich die Fische selbst, aber ihr solltet versuchen, schnell den Anhieb zu setzen, damit die Haken auch nicht zu tief geschluckt werden und ihr kleinere Fische auch dann weitgerecht zurücksetzen könnt. Scheint jetzt keiner gebissen zu haben. Ich bewege jetzt durch ein, zwei Kurbelumdrehungen den Köder am Grund noch mal ein bisschen weg. Dadurch werden Fische häufig aufmerksam auf den Köder und nehmen ihn dann noch mal. Um die Fische schonend zu landen, feuchte ich den Kescher etwas an, damit die Schleimhaut, die empfindliche Schleimhaut der Fische auch nicht verletzt wird. Das gleiche mache ich auch mit meinen Händen, wenn ich die Fische dann wirklich in die Hand nehme zum Landen oder vom Haken lösen möchte. Dadurch ist die Weitgerechtigkeit und auch der schonende Umgang mit dem Fisch, was ja wirklich sehr wichtig ist, gegeben. Wenn ihr auf Grund fischt, ist es natürlich nicht schlecht, irgendwie einen Signalgeber zu haben, damit man die Bisse nicht verpasst. Andererseits aber auch nicht die ganze Zeit auf die Rutenspitze gucken muss.
Ganz klassisch und ohne Elektronik. Kein elektronischer Bissanzeiger, nein. Eine einfache Glocke, die man für wenig Cent kriegt und die man einfach oben in die Spitze einklemmt und fertig. Ja? Das machen wir jetzt. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch warten und hoffen, dass man Fisch beißt. Ich zeige euch dann mal die klingende Glocke und den entsprechenden Fisch dazu. Also, bis gleich. So, ich habe gerade davon gesprochen. Jetzt hat es geschnackelt. Ihr seht, da, ich habe es gehört. Der Fisch ist dran. Wollen wir mal gucken. Gar nicht so klein. Oh, was ist das? Scheint sich was verklemmt zu haben, das ist blöd. Um das zu lösen, werde ich erstmal dem Fisch etwas Schnur geben. Ich denke mal, das Blei hängt irgendwo. Der Haken ist ja wohl im Fischmaul. Und vielleicht schwimmt der Fisch sich frei. Natürlich so. Ja, ist frei, okay. Und da ist auch schon der erste Fisch. Rotauge. Ja. Ja, also, erster Fisch, schönes Rotauge, toller Köderfisch, auch für Hecht. Ja, auf Grund gefischt und der Haken sitzt ganz vorne im Maul, lässt sich jetzt ganz einfach lösen. Ja, der Start ist gemacht, Stipp- und Grundangeln auf Weißfische, so fängt man Köderfische, super, das sind tolle Fische, finde ich, kein Wunder, dass die Hechte darauf stehen. Ne? So, wenn nichts beißt, hilft ja oft ein Platzwechsel, hier ist das Wasser jetzt relativ ruhig und der Bereich des rückfließenden Wassers ist noch größer, vielleicht haben sich die Fische ja hier versteckt. Entsprechend werden wir jetzt mal den Köder hier platzieren. Ja, was sich jetzt natürlich bewährt macht, ist diese Laufbleie, die Jensi Laufbleie. Das 10 Gramm ist ein bisschen zu leicht, es wird von der Strömung mitgenommen. Das wechsle ich jetzt einfach, ohne dass ich die Montage großartig umbauen muss. Ich zeige es euch mal. Also die Bleie. Dieses 10 Gramm Blei ist ein bisschen zu leicht. Das 30 Gramm wird genau die richtige Größe haben, wie wir eben gesehen haben. Die tausche ich jetzt einfach aus, denn die lassen sich einhängen. Da brauche ich also keine Montage umbauen, sondern ich hänge jetzt einfach diesen Kunststoffstift, der in der Mitte des Bleis, in die Mitte des Bleis eingeführt wird, hier ein. Hänge das Blei ebenso ein. Steckt das zusammen. Das war's. So. Und schön ist die Montage jetzt für etwas stärkere Strömung gerichtet. Wollen wir doch mal gucken, ob wir nicht noch mal so ein großes Rotauge erwischen. Das war ja schon ein Monsterexemplar. Interessant ist eben, dass auch wenn die Oberflächenströmung ziemlich stark ist, dass unterhalb der Oberflächenströmung das Wasser oftmals relativ ruhig ist. Und das ist jetzt das, was wir ausnutzen hier. Die Fische fressen unten, oben können sie sich gar nicht halten, da sucht auch kein Fisch nach Nahrung, aber unten drunter. Deshalb haben wir mit der Stippmontage hier jetzt auch echt keine Chance. Aber ich denke, wir werden noch den einen oder anderen Fisch erwischen.
Richtig. Und wieder hat ein Rotauge gebissen. Tolle Köderfischgröße. Ja, einwandfrei gehakt, ganz vorne. So wie es sein soll. Es ist ja heute so, dass vielfach andere Angeltechniken gar nicht mehr Beachtung finden. Man ist direkt Zielfischangler, Raubfischangler, Spinnfischer, Fliegenfischer und dann widmet man sich nur noch diesen Techniken. Was aber bestimmt in der Tat so ist, dass die meisten Angler groß geworden sind mit der Stipproute oder mit der einfachen Grundroute. Das sind Basic-Techniken. Die auch wichtig sind, dass man die auch beherrscht, ist wichtig. Denn selbst als Raubfischangler benötigt ihr ja unter Umständen auch mal Köderfische. Müsst ihr auch wissen, wie die gefangen werden. Und die Grundmontage ist jetzt hier an diesem Gewässer eine ganz klassische Methode und eine erfolgreiche Methode. Etwas später im Jahr, wenn es mehr Brutfisch auch gibt, dann ist natürlich das Stippen auch eine tolle Sache, vor allem an stehenden Gewässern. Also man ist nicht nur dafür geboren, eine einzelne Technik zu beherrschen und dann nur noch auf einen speziellen Zielfisch zu angeln, was weiß ich, zum Beispiel auf dem Hecht oder so. Es ist auch wichtig, die Gesamtheit des Angelsports zu sehen und auch die vielen Fischarten, die man möglicherweise überlisten kann. Das ist ja gerade das, was den Reiz des Angelns ausmacht, dass man ganz vielseitig angeln kann. Und es ist in der heutigen Zeit mit dem entsprechenden Material, was ja sehr vielseitig auf den Markt gebracht wird und sehr speziell auch zum Teil ist, sehr gut möglich, aber manchmal ist es auch gut, einen Schritt zurück zu machen und einfach zurückzugehen zu den Basics, die wir alle mal gelernt haben. Der Haken ist ein 12er Haken, den ich jetzt mit einem Wurm beködere und zwei Würmern beködere. Ja, und dann geht's auch schon los. Erst muss ich noch einen Fisch rausholen, Moment. Da hat schon was gegessen. Dabei. Ich habe einen Wartkescher mitgenommen, den ich vorher ein bisschen nass mache, damit die Fische mit ihrer empfindlichen Schleimhaut auch nicht beschädigt werden. Okay, kleines Rotauge. Auch Hände nass machen vorher ist eigentlich ganz sinnig, um einen schonenden Umgang mit dem Fisch zu gewährleisten. Also hier sieht man jetzt, der Fisch hat wirklich ganz vorne sich selbst gehakt. Ich kann den Haken also ganz einfach lösen. Und erneut, upsala, ein neuer Fisch. Auch vorne gehakt, einwandfrei. Erneut ein Rotauge. Das ist auch wieder ein toller Köderfisch, den wir fürs Raubfischangeln benutzen können. Und wieder ein Rotauge. Erneut tolle Köderfischgröße. Wieder hat es geschnackelt, diesmal ein schöneres, schaut es euch mal an, sieht wunderbar aus, ganz klasse Fisch, großes Rotauge, klasse. Kommt hier ein Biss nach dem anderen und ja, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr wisst, wer fängt hat recht. Also in diesem Sinne, ciao.